Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 4. Es ist mittlerweile, glaube ich, schon eine Woche her oder so, seit der letzten Aufnahme. Ich habe es irgendwie nicht so richtig gepackt. Aber dafür können wir heute mal wieder ein bisschen weitermachen. Und ich glaube, wir können tatsächlich auch mit der Hauptquest weitermachen, oder? Wir gucken mal wie immer noch mal hier so rüber, ob hier irgendwo eine Nebenquest ist, die noch offen ist. Sieht nicht so aus. Also würde ich sagen, falls wir nicht unterwegs eine finden, gehen wir mal hier weiter. Dunkelheit breitet sich aus. Trefft Lorath in Khed Bardu. Ich sollte in Khed Bardu nach Lorath suchen und sehen, ob er irgendwelche Hinweise auf den fahlen Mann gefunden hat. Es wird spannend und wir müssen hier hin. Und da gehen wir natürlich zu Fuß hin. Und nehmen auf dem Weg natürlich noch ein paar Monsterchens mit. Für ungewohnt, hier mal wieder zu zocken. Wir schreiten da rum. Ah, das sind schwer die Bäume, ne? Wildholz. Immer dieses Wildholz. Stimmt, wir sind ja sogar Paragon Level 1 sozusagen, ne? Ich finde es aber immer noch super ungewohnt. Ich weiß genau, dass ich es auch ungewohnt werden finde. Dass ich es ungewohnt finden werde. Dass, dass bei Level 100 Schluss ist. Man kennt es ja aus den anderen Teilen, vor allem aus 3, dass man da quasi bis ins Unendliche Paragon leveln konnte. Das hat ja so einen gewissen Reiz ausgemacht eigentlich, finde ich. Ich bin noch nicht bereit. Dass man permanent XP sammeln konnte halt, ne? Nicht die Levels selbst, aber es ist halt so eine... Ja, es ist so endgültig dann, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen Mana. Ja, ist ja gut. Geht das schon wieder los. Ich habe keinen Mana. Kein Mana. Oh, was ist denn hier los heute? Leute, Leute, Leute. Mir fehlt das nötige Mana. Und wir haben ordentlich Mana-Probleme. Irgendwie machen die auch ordentlich Damage gerade, ne? Warum kommt mir das nur so vor? Dass es mehr ist. Na gut, die Monster skalieren ja mit den Level-Ups, ne? Und wir haben ja ein frisches Level-Up. Und den können wir nicht treffen. Auch gut. Oh, wir kriegen schön Gold mittlerweile. Das freut mich. Ja, eigentlich wollte ich hier runter. Guten Tag. Hä, da wird mir gar nicht angezeigt, wie der heißt. Was ist denn da los? So, ein neues Gebiet, ne? Oh, Farobru. Erstmal zum Wegpunkt. Das kann ich hier nicht tun. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier nach Gesprächen, nicht wahr? Da ist doch schon eins. Mein Onkel hat immer versucht, mir einzureden, dass dieser Ort nach ihm benannt wurde. Er liebte diese Stadt fast so sehr wie das Geschichtenerfinden. Ach, ich mag diese Gespräche, diese kleinen. Und überall lauern sie. Wespenleiche. Die Wespenangriffe sind so schlimm geworden, dass sie die Bauern aus ihren Häusern vertrieben haben. Das ist nicht so gut. Diese verdammten Banditen. Sie haben mein Geld, meinen Hof gestohlen, sogar meinen eigenen Bruder rekrutiert. Das ist schlecht. Guck mal, jetzt gleich ein Schmied sogar. Den nutzen wir doch gleich mal aus. Also nicht aus, aber wir nutzen ihn. Okay. Geht's hier schon wieder raus, oder... Nee, geht's doch weiter, so wie es aussieht. Ulgan! Meine Zukünftige will ihre ganze verdammte Familie zur Hochzeit einladen.
Wenn sie fragt, habe ich eine komplette Wagenladung Einladung nach Ketbadu geschickt. Mhm. Okay, ich glaube, hier geht's aber nicht weiter, oder? Trockenes Kernland. Oder doch? Nee, sieht nicht so aus, ne? Guten Tag. Hä, warum zeigt er mir die Spielernamen nicht mehr an? Das wundert mich ein bisschen. So, hier geht's aber nicht weiter. Da geht's ins Kampfgebiet. Hey, waren wir doch eben, oder? Hier ist auch Kampfgebiet. Oh, da ist der Spielername, okay. Danke. Ein bisschen Loot. Okay, scheint es nicht so großartig weiterzugehen. Also vielleicht sind wir hier schon lang gegangen? Reingegangen? Nee, noch nicht. Tenpa. Boah, womit habt ihr das gebraut? Es stinkt wie der Tod. Probiert mal. Das wird euch wieder beleben. Oh Mann. Wie die tanzen auch, ne? Dann geht's hier noch ein kleines Stück weiter. Ah, diese schöne Gitarrenmusik. Hier ist noch was. Die Ziegen sind außer Rand und Band. Ich würde es als Vorzeichen deuten, aber sie waren schon immer sehr störrisch. Nun ja. Die Ziegen also. Okay, dann mal Richtung Ketbadu. Da können wir wahrscheinlich weitere Gespräche belauschen. Oder uns anhören eher. Ah, da sind auch die Wespen schon. Ich hab's befürchtet. Oh nein. Oh nein. Die Viecher kennt man auch noch aus Diablo 3. Diese scheiß kleinen Wespen auf sich schleudern da. Die auch so richtig ekligen Schaden machen. Das ist eine Truhe. Was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass hier keine Nebenquest war, ne? Aber wir sind ja überall lang gegangen, ne? Hier. Zündler. 400 Gold, Junge, Junge. Das ist ein bisschen mehr. Hier lauert es auf jeden Fall. Hier wimmelt's auf jeden Fall nur so von Banditen. Interessant für so einen dritten Akt, finde ich. Sonst kennt man aus anderen Diablo-Teilen, dass der letzte Akt ja immer so, ja, so sehr dämonenlastig ist, ne? Wobei bei Diablo 3 war ja dann, also klar, beim normalen Diablo 3-Teil war am Ende der Himmel, ne? Das war schon so dämonenlastig. Der war ja von Dämonen überflutet. Und dann kam ja die Erweiterung Reaper of Souls. Und da war es dann, ja, weniger dämonenlastig. Also schon, aber das Gebiet war ein anderes. Ein Nazar. Was ist denn ein Nazar? Ach, ein Amulett. Ah, okay. Scheiße. Ich hätte gerne ein legendäres Amulett.
Immerhin diese bräuchte, ist die Nova nicht verfügbar. Ich habe kaum noch Mana. Das wäre mir selber überhaupt nicht aufgefallen. Wer ist denn da schon wieder? Dann machen wir es halt so, ne? So ein bisschen wüstenmäßig, oder? Also nicht so ganz. Das ist so eine Trockensteppe oder sowas. Ziemlich cool irgendwie hier auch mit diesen Bäumen, diesen roten Blüten. Trotzdem ziemlich düster immer noch, ne? Das fällt echt auf hier in dem Spiel. Cat Bardu, da sind wir. Und hier ist auch keine Quest zu finden. Oh, Cat Bardu ist ziemlich groß. Hier sind Quests. Seid auf der Hut. Banditen suchen diese Straßen heim. Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn du das nicht gesagt hättest. Der alte Bastard hat meine halben Vorräte getrunken und nicht bezahlt. Frechheit. Wagen mit Waren. Händler kommen von überall her, um ihre Waren auf den Märkten Cat Bardus feil zu bieten. Die Metallarbeiten der Barbaren genießen einen guten Ruf und ziehen kaufwillige Besucher an. Zug. Die Pässe im Südwesten werden immer noch von Banditen blockiert. Wie sollen wir Waren befördern, wenn wir den verdammten Pass umfahren müssen? Ich habe für eure Schwerter bezahlt, also setzt sie ein. Nicht genug, um mich in diesen Hügeln töten und fressen zu lassen. Das sollte man nicht zulassen, nee. Fleisch vom Metzger. Dieser Tage steht es schlecht um den Bestand des Metzgers. Der schnelle Bevölkerungszuwachs macht es schwierig, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Die Einheimischen wenden ihre Blicke ab. Aber wenigstens sind wir hier sicher. Auch wieder ein cooler Song hier im Hintergrund. Die Würfel sind heiß, mein Freund. Setzt eure Münzen. Ja, ich würde gerne, aber kann wohl nicht. Ja, ich weiß, hier sind doch noch einige Nebenquests, die sammeln wir gleich ein. Ja, das ist doch gut, ne? Oh, das ist ja unser Herr, mit dem wir wegen der Hauptquest sprechen. Oh, Alter, die Musik! Wann können wir nach Hause? Cat Bardu riecht nach Rauch. Das Essen ist zu salzig. Und das Jagdfell juckt. Ruhe. Das ist jetzt unser Zuhause. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das die letzte Stadt quasi ist. Krass. Haufen Kleidung. Die blutgetränkte und zerfledderte Kleidung der Flüchtlinge. Jene, die aus ihren Häusern in Gul'ran geflohen waren, hatten kaum Zeit, etwas mitzunehmen. Oh, hier ist nur einer. Der weinte einfach nur. Der Arme. Nebenquest. Hier geht's, glaube ich, dann raus. Oder auch nicht? Hä? Doch jetzt, okay. Uiuiui. Aber wir waren ja noch nicht ganz rum. Die Kannibalenangriffe verängstigen die Leute. Und Angst ist gut fürs Geschäft. Toll. Ganz toll. Meine Augen sehen auch nicht alles. Nee, meine auch nicht. Hinfort. Ich habe zu tun.
Tolles Gespräch. Jeden Tag höre ich von einer neuen Bedrohung in unserem Land. Na und? Unsere Tore und Leute sind stark. Arroganz lässt Städte untergehen. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Wo ist denn hier die Gaststätte oder wie das sich hier immer schimpft? Hier geht's wieder raus, ne? Ja. Eigentlich ist doch in jedem größeren Dorf immer so eine Raststätte, ne? Gaststätte, ne? Okay, hier ist Kampfgebiet auch wieder, okay. Hier ist noch was. Es gibt Gerüchte über Dämonen im Osten. Das wäre ein guter Kampf. Die kloppen sich schon wieder. Wo sind die Gaststätte? Mein Bestand ist so beeindruckend wie alles, was aus dem Feuer der Schmiede kommt. Oh. Manchmal hast du hier auch immer genau, in diesen Häusern. Die Barbaren ignorieren also eine weitere Krise. Ich verstehe. Sie arbeiten. Mit ihrer Handwerkskunst wurde Cat Bardu errichtet. Dann hoffen wir, dass sie keine von Kannibalen überrannte Stadt sehen, wenn sie das nächste Mal von ihrer Arbeit aufblicken. Da ist der Stalltyp. Ja, ein Pferd können wir halt immer noch nicht. Nun denn, gewogene Winde. Dafür müssen wir diesen komischen, diese Quest machen und ich weiß nicht, wo wir die herbekommen. Wo ist das Gasthaus? Das hier vielleicht. Das ganze Heulen und Jammern der Überlebenden aus Gul'ran verscheucht die Kunden. Wie wäre es mit etwas Mitgefühl? Ach, Münzen wären mir lieber. Der Gastwirt. Haben die Söldner geholfen? Die Söldner können gut mit einer Klinge umgehen, aber diese gierigen Schluchtnattern erhöhen ständig ihre Preise. Niemand sollte für Sicherheit bezahlen müssen. Warum ist hier so viel los? Seit der Pass im Süden von Banditen blockiert ist, quillt mein Gasthaus vor plappernden Händlern über. Habt ihr Neuigkeiten von Cat Bardu? Haltet euren Aufenthalt in Cat Bardu kurz. Neue Gesichter bedeuten meist neue Probleme. Das ist ja meistens so. Okay, das Gasthaus haben wir. Hier geht's irgendwie noch hoch. Was ist denn das hier? Wartet mal kurz, einen kleinen Moment. Ach, ich wurde gerade angerufen. Deswegen hat mein Handy so geleuchtet. Die Überlebenden von Gul'ran haben sich in behelfsmäßigen Lagern im Westen der Stadt niedergelassen. Cat Bardu verfügt nicht über die Mittel, schnell genug Häuser zu bauen, um die wachsende Bevölkerung unterzubringen. Okay, geht's noch hoch? Man kann kaum die Straßen entlang gehen, wenn sie von der Trauer von Gul'ran überflutet werden. Oh, mein Handy nervt, es blinkt gerade. So, jetzt. Ich mach's mal weggepackt. Okay, hier drin noch irgendwas? Ziegenpferch. Die gewöhnlichen Bürger von Cat Bardu leben von ihrem Land. Die Bauern züchten Vieh, um es auf dem Markt zu verkaufen. Okay,
Okay, das haben wir. Dann würde ich sagen, sammeln wir mal die Nebenquests ein. 3, 4 Stück haben wir. Husun. Wollt ihr etwa schon gehen? Ziemlich neugierig, was? Ich reise für eine Ausbildung zum Steinmetz nach Süden. Mein Mentor sagt, dass wir den Menschen dort eine große Hilfe sein können. Wenn ihr ein paar Leuten helfen wollt, sucht Lakrim in Al-Suda auf. Okay. Hier ist die zweite. Gelek. Wurden diese Waffen von Barbaren gefertigt? Sagt ihr euren Kunden, dass Barbaren diese schäbigen Schwerter gefertigt haben? Nur wenn ich Schwierigkeiten habe, sie zu verkaufen. Wisst ihr, wenn sie euch erwischen, hacken sie euch die schmierigen Hände ab. Ihr wirkt aufgewühlt. Fünfmal in diesem Monat haben diese Banditen die ankommenden Karawanen geplündert. Das gestohlene Gold und die Gewürze kümmern mich wenig. Doch diese Geier nehmen auch die Lebensmittel. Jetzt laben sich diese Schurken an unserem Essen, während meine Kinder verkümmern. Bitte, beschafft ein paar Vorräte zurück und ich kümmere mich persönlich darum, dass euer Geldbeutel gefüllt wird. Pff, der wird auch so gefüllt. Was ist denn das hier eigentlich? Oh! Ups! Den sollte man wohl mitnehmen. Stimmt, den gibt es ja hier auch noch. Dann geht es hier noch. Gibt es hier noch eine Quest? Siban. Ihr wirkt bedrückt. Es sind meine Söhne, Ordun und Kada. Sie haben früher hier mit mir in Khet Badu gearbeitet. Aber dann sind sie auf die Idee gekommen, einen neuen Laden in Jirandai zu eröffnen. Ihr wisst ja, wie junge Männer so sind, wenn sie erwachsen werden. Sie tun alles, um sich zu beweisen. Wenn ihr in diese Richtung reist, könntet ihr nach ihnen sehen? Die Straßen sind heutzutage so gefährlich und ich habe sehr lang nichts von ihnen gehört. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Das wollte ich gerade sagen. So, und dann haben wir da unten noch eine, ne? Das waren dann alle hier. Vorher gehe ich nochmal zum Juwelentypen. Gucke mal, was wir hier so machen können. Können wir verbessern? Nö, können wir nicht. Okay, dann können wir hier... Ja, ich gehe einfach mal durch, ne? Okay, das war es auch schon. Schon ist das Gold weg. Wen haben wir denn hier? Gerti. Stimmt etwas nicht? Die große Axt des Ochsenstammes ist aus der Schmiede verschwunden. Von schnellen Händen gestohlen. Sie ist ein Vermächtnis von Rekor, der Kriegsmeisterin des Wandels. Ihre Schneider hat das Leben unzähliger Dämonen am Ariad ausgelöscht, wirkt aber nicht abgenutzt. Ihre Handwerkskunst passte zu ihrer Besitzerin. Die Triune hat schon früher versucht, sie sich zu holen. Welpen, die ihren Wert beweisen wollten. Wir haben ihnen eine Lektion erteilt, aber sie versuchen es immer wieder. Wir haben gesehen, dass sie sich rund um die Ruinen an der Südküste verstecken. Wenn sie die Axt haben, ist sie bestimmt dort. Nun gut. Warum sollte die Triune Rekors Axt stehlen? Dämonenblut befleckt die Axt vom Griff bis zur Schneide. Das Blut von Scheusalen, die sich an den Kindern des Ariad gelabt haben. Ich bin sicher, es interessiert sie. Weckt ihre Ehrfurcht, wie alles Schändliche und Gottlose. Hm. Erzählt mir von Rekor. Eine Barbarin der großen Taten. Eine Kriegsmeisterin der Ochsen, noch größer als alle anderen. Sie hat uns von den Samauren befreit und die Stärke einer Kriegerin bewiesen, die niemals kniet. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, auf zu den Nebenquests, nicht wahr?
Unheilvolle Hingabe. Reist auf der Suche nach Lakren, den Steinmetz nach Al-Suda. Ein Bauherr namens Lakren oder Lakren veröffentlichte einen Aufruf an Arbeiter, ihn in Al-Suda zu treffen, wenn sie beim Wiederaufbau Sanctuarius helfen wollen. Ich sollte diesen Lakren aufsuchen und mich nach seinem Angebot erkundigen. Oh, der ist ja ein bisschen weiter weg, ne? Na gut. Dann wollen wir mal. Gibt es noch ein bisschen Action in dieser Folge? Ein bisschen Kampf-Action? Oh, das gehört auch zu einer Quest, ne? Dachte bestimmt, ich bin ein Gegner. Schnell weg von dem. Ich will alleine spielen. Oh nein. Warum sind die so schnell? Rotamin. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beim Fressen stören. Ein Grimoire. Ah, das ist so ein... Ja, okay. Diese scheiß Schwärme. Na, noch mehr. Schon wieder kein Mana. Das nimmt ja kein Ende hier. Überall irgendein Insektenzeug und Maden und so und Spinnen. Und eine Truhe. Boah, Gold, ey. Gold ist so Mangelware hier irgendwie. Also, weil alles so teuer ist. Das gab's ja noch nie bei einem Diablo. Jo, bleib einfach drin stehen. Kein Problem. Boah, leveln wir langsam jetzt, ne? Aber wir sind ja auch noch beim Story, beim Story-Modus. In der Story. Und wie gesagt, bei Level 100 ist ja auch irgendwie Schluss, ne? Wow.
Haben wir mal wieder ein paar Untote hier. Untote sind immer gut. Hui, ordentliches Gebiet hier, ne? Oh, das gehört wohl zu einer Quest. Ein Ältestenstab. Gibt aber nur plus 4 Schaden. Also lohnt sich auch nicht, das zu tauschen. Das hier gehört doch zu einer Quest. Ja, das ist ja erstmal ein Ereignis. Tötet die Gegner. Sprech mit den Überlebenden. Ja, aber klar. Schaffen wir eh wieder nicht. Oder vielleicht doch. Scheinen ja auch nur zwei Überlebende zu sein, ne? Oh, nice. Ich habe kaum noch Mana. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Cool. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Wir haben jetzt so ordentlich Items eingesackt, ne? So, Moment. Gucken wir mal rein. Das war der Stab plus 4, das ist schlecht, das weiß ich nicht, gucke ich gleich nochmal. Das hat zwar mehr Gegenstandsmacht wahrscheinlich, aber es ist nicht legendär. Okay, und was ist das? Während instabile Strömung nicht aktiv ist, haben eure Schockfertigkeiten eine Chance von 8% Wirkung durch... Okay, ja, es ist halt so für Blitzkram, ne? Trotzdem ganz cool gewesen. Das ist ein Ding, das kann man jetzt entweder extrahieren oder halt verscherbeln wieder. Wie weit ist denn das noch, sag mal? Voll der Marsch. Sexy, wie unser Beinchen hier rausguckt. Folgen wir überhaupt noch dem richtigen... Unheilvolle Hingabe. Ja, wir müssen ja hier... Ach so, unser Wegpunkt ist auch noch da, okay. Wollte schon sagen. Akai-Prärie. Oh, was ist denn hier? Die Felder des Hasses. Als Feind markierte Spieler können was? Bitte was? PvP-Zone. Ich muss hier doch aber hin. Verdammt. Ich muss hier lang. Ich
will nicht PvP machen. Ich will hier einfach nur zum Questing. Okay, das ist eine sichere Zone hier, oder? also sowas. Was ist denn das hier? Braucht ihr Schriftrollen? Einfache Magie? Kommt mal wieder, damit nichts zu Neige geht. Ja, ist gut. Gibt's hier was zu quatschen außer unserer Nebenquest? Hier auf jeden Fall, aber es wird uns. Was macht ihr draußen? Ich komme aus Karaisu, weitem Osten. Mein Vater ist Bergarbeiter, aber die Arbeit ist hart und das Gold knapp. Das Leben als Söldnerin ist gefährlich. Aber so kann ich ihm Geld schicken. Okay, komisch, dass da nicht so eine Gesprächsblase darüber war. Ledierter Teeservice. In diesen abgenutzten Teetassen sammelt sich ein blutroter Bodensatz. Stuhl. Unsere Beutetruhe. Die Kommode. Okay, hier können wir wieder raus. Sonst ist hier nicht viel, ne? Hier geht's wieder raus. Unappetitliche Kuriositäten. Hm, toll. Ich will mal was. Unerbittlich. Lass die Teufel büßen. Was ist denn das? Dieses Land ist im Blut getränkt. Was geschieht hier? Ihr spürt es also auch? Hass. Er brodelt unter der Oberfläche dieses unseligen Ortes. Ich biete hier so viel Schutz, wie ich kann. Aber wir sind nie fern von Mephistos Einfluss. Von seinen Versuchungen. Hört auf meine Warnung. Hass ist ein Gift, das man selbst trinkt, um jemand anderen zu töten. Es wird euch zerreißen, so sicher wie eure Feinde. Das Licht schütze euch in diesen dunklen Tagen. Felder des Hasses. Samen des Hasses können von Monstern bei Ereignissen und Truhen erbeutet werden. Fallengelassene Samen können von allen aufgehoben werden. Samen werden beim Tod fallen gelassen und beim Verlassen des PvP-Gebiets entfernt. Verwandelt Samen des Hasses in permanenten roten Staub, indem ihr Läuterungsrituale durchführt. Roter Staub wird von verschiedenen Händlern in der Stadt verwendet. Ihr könnt euch als Feind markieren, indem ihr Bla betätigt und durch die Option scrollt. Sobald ihr als Feind markiert seid, könnt ihr andere Spieler angreifen. Feindmarkierungen können am Altar der Läuterung in der Stadt entfernt werden. Besiegt Spieler, während ihr als Feind markiert seid, um Auserwählter des Hasses zu werden. Als Auserwählter des Hasses können alle Spieler in dem Gebiet eure Position sehen und ihr könnt keine Rituale am Altar der Läuterung durchführen. Wenn ihr überlebt, erhaltet ihr mächtige Belohnungen. Ihr verwirkt den Titel des als Auserwählter des Hasses, wenn ihr eine Stadt betretet oder das Gebiet verlassen. Ja. PvP hat mich ehrlich gesagt aber noch nie so interessiert in Diablo-Spielen. Aber das scheint gerade irgendwie eine Quest gewesen zu sein. Vor allem, es gab auch kein schlimmeres PvP als in Immortal. Wo die Leute sich noch verbessern konnten, indem sie Geld ausgeben. Okay, dann gehen wir mal zu Lakren. Wie kann ich beim Wiederaufbau Sanctuarius helfen? Wir fangen mit einem Ziegel nach dem anderen an. Das glaube ich. Und große Werke ziehen noch größere Belohnungen nach sich. Trefft uns am verlorenen Monument, um mit dem Wiederaufbau dieser Welt zu beginnen. Machen wir hier mal weiter? Ja, können wir ja, ne?
Trefft Lacrin am verlorenen Monument. Lacrin schlägt vor, Sanctuario Stein für Stein wieder aufzubauen. Ich muss hier nur in der Nähe des verlorenen Monuments an der vernarbten Küste treffen, um dieses große Werk zu beginnen. Also, hier? Sieht's aus. Na dann. Wollen wir mal? Ich will nicht als Feind markiert werden. Lass mich in Ruhe. Oh, eine Nebenquest. Warum seid ihr allein hier draußen? Ich habe nur Pech. Ich kenne das. Wir haben ausgelost, wer diese Schicht übernimmt. Und ich habe schon wieder verloren. Beim letzten Mal habe ich es fast nicht nach Hause geschafft. Ja, die Bezahlung ist gut, aber was nützt mir das, wenn mich die Untoten verspeisen? Wir müssen doch etwas tun können. Ich habe keine Lösung für die Leichen. Ich will nur eine ruhige Schicht. Wenn ihr mir dabei helfen könnt, gebe ich euch mein halbes Gehalt. Klaro, warum sind hier so viele Untote? Ich weiß nicht, wie sie entstanden sind. So wie überall sonst auch, nehme ich an. Ich weiß nur, dass der alte Marsch der Zakarum ihre Zahl kein Stück verringert hat. Er hat sie eher vermehrt. Seither hat niemand mehr versucht, sie loszuwerden. Interessant. Es ist getan. Was? Ich habe kaum noch Mana. Keine Ahnung, was wir getan haben. Alter, was ist das denn bitte? Nice. Oh. Oh, nice. Oh, was nervt mich denn hier schon wieder, Mann? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will mir nur die Items angucken. Wenn ihr verletzt werdet, während ihr unter dem Einfluss von Kontrollverlusteffekten steht, werdet ihr 4 Sekunden lang unaufhaltsam. Der Effekt hat eine Abklingzeit von 28 Sekunden. Keine Ahnung. Aha. Kann ich nicht mal in Ruhe gucken, ne? Meine Güte. Der Stab ist geil, ne? Instabile Strömung und eine Chance, 24% eine zusätzliche Schockfertigkeit zu wirken. Ach, Mist, ey. Maja, in der Fresse. Schon wieder kein Mana. Und was haben wir da? Ach, das haben wir schon, ne? Ja, das ist blöd. Der Stab ist zwar deutlich stärker, ne, aber... Verdammt. Ich würde ja gerne. Na komm, wisst ihr was? Wir benutzen zwar instabile Strömungen nicht, aber der hat so viel mehr Schaden eigentlich, ne? Mal gucken. Gut, ist schwer zu sagen, ne? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Fehlt das nötige Mana. Finde ich es schwer einzuschätzen. Macht nicht so den großen Unterschied, oder? Und hier haben wir halt diese Fähigkeit. Ich meine, die kann man ja wieder reinknallen, dann in den neuen Stab eigentlich, ne? Aber...
Dafür brauchen wir wieder reichlich Gold, glaube ich. Boah, ist das nervig. Hier sind ja echt viele Untote. Da ist ja wieder ein ganzer Haufen hier, ne? Na, kommt alle her. Kommt alle her, los! Meine Güte. Immer dieses Mana. Autsch. So, hier muss ja Lakrin sein. Oh. Lakrin schlägt vor, Sanktuarestein. Okay, aber wir müssen hier reingehen, ne? Oh nein, bitte nicht so ein langer Dungeon. Ich würde gerne... Oh, ich hab das Mikro verschoben. Weil so lang geht die Folge jetzt nicht mehr. Also so viel Zeit habe ich nicht mehr in dieser Folge. Gesegnete Mutter, segnet mich mit eurer Macht. Verleiht mir die Stärke, weiter euren Willen auszuführen. Willkommen, Reisender. Der Tag eures Ruhmes ist gekommen. Mit eurem Opfer kann der Wiederaufbau dieser Welt beginnen. Ganz bestimmt, mein Freund. Was macht der denn jetzt? Oh. Untersucht die Verkündung der Mutter. Das hier. Bündnisse, Vers 7. In den Bergen haben die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort, erfroren und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Doch in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihren Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Okay, das war die Quest. Ich heb mir den einen Stab mal auf, ne? Vielleicht können wir ja später dann mal, wenn wir wieder ein bisschen Gold haben, dann das Ding, diese Fähigkeit da reinknallen. Wie viel Gold haben wir denn? 30.000. Okay, nächste Quest. Schmelztiegel der Würdigkeit. Berg die Großaxt von Rekor. Die Großaxt von... Obwohl, nee, das ist Level 50. Wir nehmen mal hier. Ätzender Ehrgeiz. Sucht Ordun und Kader in Girandai auf. Meine Fresse, Leute. Ein Kuhhändler in Cat Badu bat mich, nach seinen Söhnen zu sehen, die einen Laden in Girandai eröffnen wollten. Grüße. Die Frage ist...
Ist das hier? Oh. Nach Teleportation 3, okay. Das ist die Axt. Wir brauchen ätzender Ehrgeiz. Das ist hier unten, ne? Oh, das ist aber weit. Oh, da müssen wir schwer durchs PvP-Gebiet, verdammt. Oh nein. Ganz schön viele Viecher hier. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Aber so kriegt man auch ein bisschen Gold. Und schon wieder welche. Sieht nice aus hier. Eigentlich cool, wenn man die so zerplatzen lassen vom Eis. Dann platzen die nicht und machen uns den Schaden. Weil sonst muss man ja immer ausweichen, beziehungsweise darauf achten. Sieht auch cool aus, wie die so auseinanderfliegen, ne? Ich habe kaum noch Mana. Okay. Oh nein. Wir sind markiert, oder? Sind wir markiert? Ich will nicht markiert sein, verdammt. Ich will nur hier durch. Summt es schon wieder. Ich bin noch nicht bereit. Oh, wir haben Samen des Hasses. Ich sammle sie einfach mal auf. Auch wenn ich kein PvP machen will. Aber wenn einer es nicht anders möchte, dann stellen wir uns dem Kampf.
Und wahrscheinlich würden wir sofort auf die Fresse kriegen. Ich habe kaum noch Mana. Wie, was für ein Ritual? Oh. Oh. ich geh mal lieber hier raus. Ja, ist mir egal. Ich will kein PvP machen. Wo sollen wir es doch mal probieren? Alter. Das Problem ist, dass es jetzt halt wieder leckt, ne? Und wir haben nicht mehr lange. Gucken, ob jetzt jemand kommt. Was passiert denn jetzt? Ach, jetzt müssen wir quasi warten, bis das da abgelaufen ist. Okay. Ist natürlich cool, wenn es leckt. Junge, Junge, jetzt leckt's aber richtig. Scheiße. Oh, also Spieler. Greift er mich jetzt an oder was? Nee. Ritual abgeschlossen und jetzt? Oh shit, ich glaube, der greift mich wirklich an. Oder sind es die Banditen? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht bereit. Kann ich die angreifen? Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung. Ich hätte gerade schlecht Angst. Keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Helm. Okay. Aber Leute, ich gehe auch schnell zur Brücke, aber ich sag schon mal, ne, vielen Dank fürs Zuschauen und so. Ich muss die Folge jetzt leider beenden. Oh, es ist keine Brücke, das sind Stufen oder so. Die Zeit ist abgelaufen, mehr oder weniger. Es ist noch eine Minute. In diesem Sinne, nächste Folge geht's weiter mit den Nebenquests und auch mit Ordun und Kader. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.